Es ist fast auf den Tag 2 Jahre her, dass viele von Ihnen mit uns dabei waren, als es hier am gleichen Ort noch nichts zu sehen gab. Wir konnten nur etwas tun. Wir haben den ersten Spatenstich gemeinsam vorgenommen und wussten, dass noch viele Jahre vor uns liegen. Heute haben wir so etwas wie die Halbzeit erreicht. Als ich zum ersten Mal von oben runterschaute, das klare Gefühl, da wächst was ganz Tolles heran. Wir im Kuratorium, im Steering Committee, mit dem Vorstand versuchen es bestmöglichst zu begleiten und sind überzeugt davon, dass wir es mit Hilfe aller Partner dann auch so hinbekommen, dass wir in 2 Jahren etwa zurückblicken können, um mit Stolz zu sagen, dass wir etwas vollbracht haben, auf das die Bürger hier in Kronbeck, aber auch alle Gäste von nah und fern stolz sein können und es gerne besuchen, um etwas ganz Besonderes hier zu erleben. Herzlich willkommen. Heute ist ein besonderer Tag und für mich ganz persönlich auch ein emotionaler Tag. Es ist ganz wunderbar zu erleben, wie durch viel Engagement und Initiative eine Bewegung entstanden ist, die so etwas Großes hier möglich macht. Und das erinnert mich an ein Zitat von Mutter Teresa. Ich kann Dinge, die Sie nicht können. Sie können Dinge, die ich nicht kann. Aber gemeinsam können wir große Dinge vollbringen. Als Architekt sind Richtfeste eigentlich mit die schönsten Feste. Nicht nur, weil man natürlich schon einen großen Teil des Weges hinter sich gebracht hat, aber auch, weil wir als Architekten zum ersten Mal sehen, wie das wirklich die Proportionen, die Maßstäbe, die Räume, wie sie sich geben, was sind die wesentlichen Dinge und diese Akustik vielleicht des Schuhkartonsaals mit einer räumlichen Atmosphäre, eben dieses gemeinschaftlichen Musikerlebnis, dieses beschwingten und dynamischen Raumes zusammenzubringen. Und es könnte sein, dass wir vielleicht einen ganz einzigartigen Saal damit entwickelt haben. So einzigartig, denke ich mir, wie die Kronberg Akademie selbst. Wenn ich heute, und das ist wirklich so, dort oben gestanden habe und die Kubatur, die Dreidimensionalität, ja, die Offenheit auch dieses Saals mir anschauen konnte, dann muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich wirklich sehr erstaunt und ja, fast schon sprachlos. Ich glaube, dass dieser Saal, und das gestatten Sie mir, die Kronberg Akademie ist für mich eine der, ja, wie soll ich sagen, Hotspots der Musik in unserer Welt, dass dieser Saal ein Saal der Exzellenz ist. Er wird einzigartig meiner Meinung nach auf der Welt sein, in seiner Form, in seinem Betrieb, in der Kultur, die in diesem Raum gepflegt wird. Aber er bringt auch unsere Region weiter voran. Es ist der einzige eigentliche Kammermusiksaal, den wir hier bei uns in unserer Rhein-Main-Region haben. Sie haben gesagt, wir bauen einen Traum. Und ich sage Ihnen eines, das wird hier traumhaft. Herzlichen Dank. Wunderbar hier schon heute Musik zu hören. Das war wie eine Vorahnung der Zukunft, aber man konnte schon mit dem wunderbaren Cello-Klang und jetzt mit Solo-Violine, also von den tiefen Frequenzen bis zu hohen Frequenzen, alles schon erleben und vorahnen. Und das wird mit Sicherheit ein ganz, ganz wunderbarer Konzertsaal sein. Also ich gratuliere Ihnen für die architektonische Arbeit und die architektonische Vision. Sie, meine Damen und Herren und liebe Gönnerinnen und Gönner, und die uns in der Kronberg Akademie helfen, ich möchte im Namen von den Musikerinnen und Musikern unsere tiefe Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Dass Sie uns hier helfen, das ist alles andere als selbstverständlich. Kammermusiksaal, das ist die richtige Größe,
So, es ist auch ein Jammer für uns Musiker, dass wir sehr oft in viel zu großen Sälen spielen müssen. Die Musik muss intim und persönlich bleiben. Und das sind hier die richtigen Dimensionen. Dedicated a Casals Hall, a hall in the name of Casals, and he would have been proud, of course, and especially because it's used the way it is going to be used. I am so gratified because I see the enthusiasm with which the people in Kronberg have seen this new hall, because it has so many possibilities. And I hope that it will be one of those places where many people around the world will come because of what it signifies in the hopes of all of us as people and as human beings. So I congratulate you. I really feel a part of you. And I know the maestro is right here with us saying, God bless you. Bravo and avanti.